So hoch komme ich nicht mehr. Ich habe auch noch das Licht an, ne? So. Kommt das Flüstern gleich besser. Sag doch mal einer was, Mensch. Zombies sind halt langweilig geworden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also dieser klassische Zombie, der einfach nur dumm und dusselig auf dich zurennt, der ist wirklich ein bisschen langweilig geworden. Das stimmt. So. Ja, schön hier. Alter, bin ich hier in der Kanalisation oder was? Bah. Hallo? Hallo? Stell mal vor, hier wird jetzt so ein Vieh rauskommen. Dann nimmst du aber die Beine in die Hand. Solange niemand am Lichtschalter rumspielt. Ich hab's doch gesagt. Michi, denk dran, eh halten. Eh halten. Hallo? Ah! Alter, ey, wie lange liegt er denn hier schon? Das war ja aus dem Video, ne? Da wohnt Fridolin, der fröhliche Oktopus. Ihr habt ja, ihr habt euch nie richtig mit Zombies befasst. Der klassische Zombie ist nicht mehr The World War Z und andere Filme. Ja. Das mag so sein. So gut kenne ich mich bei den Zombies nicht aus, das stimmt. Hier hängen viele Bilder, Zeitungsartikel. Und wir haben eine Tür. Die geht auch auf. Eine Art. Ja, eine Art Gefängnis, die hatten wir gerade auch auf einem Bild. Das würde schon mal Sinn ergeben. Was ist denn? Was soll denn das sein hier? Zwei Figuren, zwei Kinder und ein riesiges Auge. Hier kommt man auf jeden Fall noch nicht weiter. Hier ist irgendwie so eine Art Verlies. Und eine Schüssel mit Spritzen drin. Ja. Nice. Hier geht's weiter. Den Haken würde ich ja schon mal gerne mitnehmen, ne? Hier ist auf jeden Fall Licht, hier ist nichts. Wir gehen mal hier links rum. Ja. Ben dead. Harold turned. Arthur turned, Tamara turned. Craig dead, Layla dead, Sean dead. Was ist denn mit turned gemeint? Okay. Gewandelt. Hm. Okay. Oh! Ein Bolzenschneider! Ja! Damit könnte ich die Kette ganz vorne mal durchschneiden. Gifte, viele Zeitungsartikel. Okay. Okay, hier ist erstmal nichts. Hier geht's auch noch weiter irgendwie. Ich gehe mal hier erstmal lang. Alter, was haben die hier gemacht, ey? Sieht so ein bisschen so aus, als kamen hier Leute rein, die haben sie irgendwie so sediert und dann für irgendwelche Experimente benutzt. Finde ich gut. Gefällt mir sehr gut, die Szenerie hier. Na, hier liegen so Eingeweide irgendwie drin. Die Lampe hatte auch schon bessere Zeiten. Schön, finde ich gut. Hier sind irgendwie so Säcke. Aber keine Schlüssel in Aussicht, ne? Es geht hier auch immer weiter gerade. Keine Schlüssel in Aussicht. Okay. Zombie bleibt Zombie. Ich kenne mich aus, habe jeden Film, jedes Game mit Zombies gezockt, habe sogar die Uncut-Version von Dead Island. Tut mir leid, für immer wirklich so gut wie niemand hat mehr Angst vor Zombies, meine Meinung. Das Geilste an der vorweihnachtlichen Zeit, Marzipankugel. Boah, ich hasse Marzipan, ne? Uah. Das kriege ich leider nicht runter. Fühle ich leider nicht so, Pflanzel, aber lass es dir schmecken, ne? Geschmäcker sind ja verschieden.
Shame on you. Keiner redet hier von Angst. Wenn der Jumpscare gut genug platziert ist, erschrickst du auch von einem Lakengeist. Das stimmt. Das stimmt. Resident Evil bedeutet so viel wie ansässiges Böses auf Deutsch. Muss nicht immer mit Zombies zu tun haben. Ich habe schon Personen gesehen, die haben sich vor einem Urz in einem Spiel erschrocken und davor hat man ja wohl kaum Angst. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Mischung aus der Szene, aus den Sounds, aus der Musik und vor allen Dingen aus Dingen, die du nicht erwartest. Ja? Siehe Jumpscares. Ne? Ob das jetzt Zombies sind, Monster, irgendwelche Viecher, Werwölfe, das ist, glaube ich, am Ende des Tages eigentlich egal. Also wichtig ist, glaube ich, das Unerwartete. Ne? Mir? Ja, wir haben den Bolzenschneider, Junge. Zack! Klick, klick! Scarface fühlt es mit mir. Echt? Dann haut's euch rein. Oha. Okay. Ja, sie wurde hier scheinbar gefangen gehalten. Überall Betten an der Wand. Interessant. Ketten. Ja, hallo? Hallo? Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Oh, oh. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja, wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy kommt. Wir müssen gehen, jetzt! Ja, dann lass es doch mal gehen. Lass uns doch mal gehen. Also wenn mein Mann furzt, kriege ich schon manchmal Angst. Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Nice, Jasmin. Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Axel, grüß dich. Geht's dir gut? Hey, Daddy. Hey, Daddy. Ist die irgendwie dumm oder so? Lass uns doch einfach abhauen hier. Da ist das Spiel zu Ende. Da haben wir es geschafft. Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Heute schon frei gehabt, sehr gut. Ich glaube, es ist hier lang. Verstehe Problem nicht. Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Marzipan ist lecker. Marzipan ist sowas von eklig. Ich fühl's auch nicht, muss ich sagen. Aber, das heißt nicht... Weißt du wirklich, wo du hingehst? Dass es manchen Leuten nicht schmeckt. Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Adi, geht's dir eigentlich ich gut? Ich erinnere mich. 100 Watt. Genau. 100 Watt Marzipan. Glaubst du, Edgar, das TV, jetzt geht es erst los. Ich hoffe, dass es jetzt gleich zu Ende ist. Wird's so sein? Nein. Ich will hier nur meine Frau retten und dann ist Feierabend. Dort. Dort ist es. Ja, dann... Schwing die Hufe, Mädel. Hier ist es. Ja, hier ist es. Mach auf die Tür. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Vielleicht brauchen wir auch langsam mal eine Wumme. Wenn der Daddy nämlich gleich da ist, Dirk. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. E-001. Ich bin mir sicher. E-001, mal merken. Was ist denn mit ihr? Ja, dann gucken wir halt. Es gibt hier noch eine Tür, sagt sie. Ich glaube, der Rest ist gerade erstmal egal. Wichtig ist, dass wir jetzt hier erstmal klarkommen. Und die anderen Sachen lassen wir gerade mal beiseite. Diese ganzen Schlösser, die wir da suchen, der Schrank und so weiter. Hallo. Hallo, Gerdes. Hallo, Figur. Geht es dir gut? An sich ja. Noch eine Figur. Hallo. Nein, nein, lass mich in Ruhe!
Mia? Wow. Die sind alle so unfreundlich, vor allem Daddy. Hey, was gibt es Geileres als ein gut platzierter Zombie, der deiner Frau aus dem Spiel jetzt das Gesicht wegknabbert? Eine Familie, einer von uns. Einer von uns! Ja! Ihr halten! Ich muss da rein. Ich glaube, dass ich da rein muss. Hallo, Daddy? Hallo? Würdest du mir bitte meine Frau wiedergeben? Die wollte ich gerne mit nach Hause nehmen. Oh. Treppe hoch ist immer einfacher als Treppe runter, sei ehrlich. Hallo? Hallo? Unterlagen. Es regnet ziemlich stark. Ja, doch, Telefon. Oh, Junge. Kann man das Telefon nutzen? Hm, die Leitung ist natürlich tot. Wer hätte es gedacht? Vodafone, hallo? Ja, gerne ist hier, hallo. Herzlich willkommen bei Vodafone. Ja, ja, ja. Schön, dass Sie uns erreichen. Ich dachte schon gerade, es leckt wieder. Bitte geben Sie Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Ja, ja, ja. Oh. Ja, das ist das Gästehaus scheinbar. Karte des Gästehauses. Hold up! Okay, es gibt scheinbar ein Haus und ein Gästehaus. Wir befinden uns im Gästehaus. Guten Tag. So, hier vorne geht's weiter. Was ist hier? Hier ist das Klo. Okay. Erste Hilfe. Wahrscheinlich schon mal ziemlich wichtig, würde ich sagen. Haben wir auch direkt im Inventar. Wahrscheinlich um Leben zu restoren, würde ich mal sagen. Nochmal Erste Hilfe. Gut. Zweimal schon mal Erste Hilfe. Wichtig. In dem Game sehr wichtig. Muni und Erste Hilfe sehr wichtig. Meistens immer sehr knapp. Irgendwas bewahrt. Hat schlagartig aufgehört zu regnen und es bollert ziemlich. Ich habe herausgefunden, dass ich ein Nerd bin. Das habe ich bei mir schon früher herausgefunden. Ich gehe jetzt erst hier durch. Ich folge diesem Bollern jetzt nicht. Wir gucken erst. Wir müssen erstmal so ein bisschen die Szenerie. Wir müssen erstmal ein bisschen drauf klarkommen. Ich gehe erstmal weiter hier. Mal gucken, was wir noch finden. Vielleicht finden wir nochmal Arznei oder so. Wahrscheinlich geht es hier nicht weiter, ne? Ne. Okay. Okay. Das hat sich dann erledigt. Wir müssen wieder zurück. Merkt euch nochmal E001, der Schrank mit der Kette und die Schublade mit dem Schlüssel. Das ist das, was wir noch offen haben. Und irgendwie ist unsere Frau weg. Oh, nee, Digga. Oh, nee. Hallo? Wieso habe ich jetzt keine Taschenlampe? Ist das unsere Frau? Alter! Widersetzen! 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 Ja, warte! Warte! Widersetzen! Mach die alte Platz! Oh, Junge! Die alte Platz! Weg mit der alten! Oh. Ich kann sie hören! Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft! Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Ah.
Was zur Hölle bist du, Mia? Herr Müller, irgendetwas stimmt mit Mia nicht. Ja. Erste Hilfe-Arznei benutzen. Danke. Oh, geiles Zeug. Wo ist das Messer? Ja, das Messer ist natürlich weg. Lecco mio. Lass mich! Alter, was ist denn mit ihr? Junge, nimm die Beine in die Hand. Nimm die Beine in die Hand. Ja, genau. Wo ist die Alte? Angreifen! Ja! Ja! Du blöde Sau! Ja! Ja! Was verträgt die denn? Mann! Alter! Ja! Ja, da guckst du blöd. Einer von uns! Lass es doch einfach zu! Ich hab grad nur meine eigene Frau getötet, macht nichts. Gut. Gib ihr einen Kuss. Mäuschen. Die Axt haben wir behalten, ne? Ne, scheinbar nicht. Telefon! Ich glaube, wir sollen ans Telefon gehen. Könnte noch mal eine Arznei gebrauchen gleich. Ja, hallo? Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden. Geh dahin. Ach schon. Jetzt. Ich glaube nicht, dass wir so einfach über den... Dachboden rauskommen, aber okay. Look, nochmal eine Medizin. So, Leben, jetzt Medizin, jetzt alle. Auf jeden Fall die Axt mitnehmen. Schon mal gut. Schon mal gut. Wie sieht's hier aus? Ist hier noch neues Leben drin? Wahrscheinlich nicht. Nee. Nee, nee, nee. Nee, okay. Gut, wir haben hier einen neuen Raum. Alter, ey. So, den gucken wir uns erstmal an. Leben wäre schon mal gut. Irgendwie, dass wir noch mal ein bisschen Arznei kriegen. Hier, das wäre nicht schlecht. Es sieht sehr mau aus. Das sieht sehr mau aus hier. Was ist mit der Tür hier hinten? Also vom Plan her, wir sind hier hoch, wir haben das Bad. Hier geht's rum und da sind wir, glaube ich, Geheimgang. Oha. Da sind wir, glaube ich, dann in der... Oh, ist es offen. Das ist jetzt das normale Haus, ne? Hast du dich von deiner Frau verabschiedet? Jo. Ist mir nicht so schwer gefallen, muss ich sagen. An der Stelle. Die ist weg. Die ist weg. Die ist Matsche. Die Alte. Die tauchte nichts mehr, sag ich dir ganz ehrlich. Die hat mich so komisch angeguckt. Da habe ich nicht so gefühlt. Da hat die einen vor auf die 12 gekriegt. Ne? Keine Matsche. Die ist weg. Moin Meister. Moin Fabi. Na, wie ist die Lage? Wir haben gerade unsere eigene Frau hier ermordet, aber macht ja nichts. Ja, sie war weg. Die Leiche war weg, ne? Ach so, jetzt bin ich hier durch. Ah, jetzt bin ich wieder hier in dem normalen Gebäude, ne? Guck mal, Geheimgang. Geheimgang, da sind wir gerade runter. Die müsste da noch liegen, die ist verschwunden. Sehr gut. Unsere Frau ist doch nicht tot, wir haben ja beide auf die 12 gegeben. Die weiß jetzt, wo es lang geht. Guck mal, da gibt es hier verschiedene Etagen. Aber die kann ich mir noch nicht angucken, ne? Kann ich mir die angucken? Jo, ja doch. Wir waren gerade im Untergeschoss. Ja, da haben wir sie gefunden. Zelle, genau. Dann sind wir hier durch. Abstellraum, Lager. Jetzt sind wir wieder im EG. Dann gibt es noch erstes OG, zweites OG ist der Dachboden. Darüber sollen wir rauskommen. So. Wir haben den Bolzenschneider. Das heißt, wir können hier vorne gleich die Tür eigentlich, die Schranktür aufmachen. Hier war der Geheimgang. Hier war an sich nichts mehr. Würde mich auch wundern, wenn sich das jetzt ändert. Wir haben eine Axt. Schon mal gut. Axt immer gut. Ist sehr zuverlässig, die Axt. Muss ab und an mal nachschärfen, aber ansonsten zuverlässiges Teil. Muss man sagen. Ne? Wir brauchen, um auf den Dachboden zu kommen,
müssen wir was an dem Stromkasten machen. Ich habe es noch nicht entdeckt, wie es funktioniert. Wir gucken es uns an. Erstmal machen wir jetzt hier schön den Schrank auf, würde ich sagen. Hier nochmal dran denken. Schublade mit Schlüssel. Keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Ich kann es dir nicht sagen. Nochmal Gulasch angucken einmal. Ah, nom 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 nom. Oh, Mist! Ih. Mist! Gut. So. Das hier müssten wir jetzt öffnen können. Mit dem Bolzenschneider. Aha. Sicherung für den Stromkasten. Sehr gut. Ab auf den Dachboden. Oh. Ihr habt das auch gesehen, ne? Gut, dass wir die Axt haben. Mit der Axt fühle ich mich auch wohler, muss ich sagen. Hallo? Oh, Junge. Alter, die geistert hier durchs Haus, die Alte, ne? Die kriegst du nicht klein, glaube ich. Wir hätten die in der Zelle lassen sollen, ich schwör's dir. Ach, wo war der Stromkasten? Wo war der Strom... Scheiße, wo war der Stromkasten? Der Stromkasten war... Hier an der Seite irgendwo, ne? Kann das sein? Ja, hier drin. Nee, nicht hier drin. Hallo? Oh, ich hab ein bisschen Schiss. Wo ist die, Alte? So, Sicherung reinklicken. Und ab dafür. Läuft. So. Müsste jetzt funktionieren auf dem Dachboden. Sollte keine Probleme mehr geben. Wo ist die Alte? Ist okay. Ist okay, ich bin's. Junge. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Das hättest du nicht tun dürfen. Wo ist die Axt? Zieh eine! Verdammt, Will! Schmier ihr eine, Junge! Zieh das Ding raus! Zieh doch das Ding raus! Los! Sie hat eine Kettensäge. Junge! Zieh das Ding raus! Hallo! Leben!